Es gibt zwei großartige Neuigkeiten bezüglich Assassin's Creed Valhalla. Erstens, wir wissen ziemlich sicher, wann wir jetzt ein neues Gameplay-Reveal, ein echtes Gameplay-Reveal sehen. Und zweitens, ein Inhalt des Season Passes ist jetzt bekannt. Ein weiterer Inhalt von Assassin's Creed Valhalla bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard, bei mir gibt's alles rund um Assassin's Creed Valhalla und wenn ihr zu diesem Thema up-to-date bleiben wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Nun, eigentlich ist diese Information gestern schon rausgekommen, gestern hatte ich aber meinen freien Tag, deswegen kommt das Ganze heute. Wir haben ein neues Datum, an dem wir uns festhalten können, das meiner Meinung nach späteste Datum für ein Gameplay-Reveal von Assassin's Creed Valhalla. Könnte sein, dass das Ganze auch früher nochmal passiert, aber der 12. Juli, das wurde gestern angekündigt, das ist das Datum für Ubi Forward, also Ubisoft Forward. Am 12. Juli gibt es einen Livestream. Den werden wir uns natürlich gemeinsam angucken. Auch im Stream lade ich euch natürlich herzlich nochmal ein, mir auf Twitch zu folgen, wenn ihr Bock habt. Und auf Instagram halte ich euch natürlich auch zu meinen Livestreams immer up to date, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Ubisoft selber sagt, save the date. Kommt mit uns zusammen am 12. Juli für das Ubisoft Forward Event, ein komplettes digitales Event mit Game Reveals und News. Und mit Game Reveals meinen sie wahrscheinlich natürlich Far Cry 6 und sonstigen Game Reveals. Gods and Monsters, Rainbow Six, Quarantine, Watch Dogs Legion, dann jetzt natürlich noch Assassin's Creed Valhalla und Far Cry 6. Das wird dann vielleicht schon angekündigt. Ich bin also sehr, sehr gespannt, was wir da zu sehen kriegen. 12. Juli, das ist hier bislang eigentlich nur die einzige News. Und in einem weiteren Video werde ich nochmal ein bisschen auf noch mehr dazu eingehen. Jetzt aber nochmal etwas zu einem anderen Thema. Im Shop von Ubisoft Deutschland ist tatsächlich etwas aufgetaucht und zwar in der Ultimate Edition ist der Season Pass Inhalt tatsächlich erschienen und es heißt in diesem Season Pass erhalte epische neue Inhalte, erkunde neue Länder und erhalte neue Ausrüstung. Das wussten wir schon, das hatten wir damals schon gesehen. Jetzt haben wir aber eine neue Sache, die wir also entweder übersehen haben oder die jetzt wirklich neu ist und zwar wird ein Inhalt des Season Passes sein, die Legende von Beowulf. Die Legende von Beowulf ist tatsächlich eine echte Legende, die so im 5. oder 6. Jahrhundert normalerweise spielt in Skandinavien. Und das war ein skandinavischer Krieger, tatsächlich dieser Beowulf, der gegen das Ungeheuer Grendel in den Krieg zog. Beziehungsweise eigentlich in den Kampf, war ja kein Krieg. Später wurde er sogar König und das ist natürlich erstmal komisch, weil das 2 bis 3 Jahrhunderte vor Assassin's Creed Valhalla spielt. Nichtsdestotrotz aber eine sehr spannende Story sein könnte. Ich bin also gespannt, wie das umgesetzt wird und da wir gegen ein Ungeheuer in den Krieg ziehen, ist das entweder ein fiktives Ungeheuer, ich erinnere euch an die Minotaurus Prequest in Assassin's Creed Odyssey, oder gegen echte Ungeheuer, ich erinnere euch an die Minotaurus Quest in Assassin's Creed Odyssey. Auf jeden Fall wird es ziemlich sicher sein, dass übernatürliche Wesen wieder hier in Assassin's Creed Valhalla Einzug halten. Wir haben Odin bereits im Trailer gesehen, er hat ja immer seine Raben Hani und Nani dabei und eigentlich war es eh schon klar, dass Assassin's Creed momentan so ein bisschen in diese Richtung geht und auch nochmal ein bisschen mehr Freiheiten sich rausnimmt. In jedem Fall können wir uns sicher sein, mythologische Begegnungen, die werden da drin vorkommen. Aber eine Sache, die ist tatsächlich recht interessant, und zwar diese Beowulf-Geschichte, die klingt danach, dass das vielleicht sogar komplett was anderes ist. Also, dass wir vielleicht sogar einen anderen Charakter in diesem DLC spielen oder es dann wirklich auch trotzdem im Jahr 973 oder später spielt und nicht im 5. oder 6. Jahrhundert. Es ist aber wahrscheinlich, dass wir tatsächlich dafür nach Skandinavien zurückkehren. Also, wir können uns recht sicher sein, dass der skandinavische Raum dann noch als DLC erweitert wird, zusätzlich zu Norwegen und zu England, was wir ja schon sicher haben. Vergleicht man das mal mit den beiden Vorgängern Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey. In Assassin's Creed Origins waren die DLCs wirklich nur Zusatzinhalte. Es gab The Hidden Ones, was einfach eine Geschichte der Verborgenen erzählt hat und es gab natürlich noch The Curse of the Pharaohs, was eine zusätzliche, komplett abgedrehte Story erzählt hat. Dahingehend Assassin's Creed Odyssey war komplett anders. In Assassin's Creed Odyssey hatten wir ja sogar DLCs, die wirklich meiner Meinung nach maßgeblich wichtig für die Story waren. Nicht nur das erste, nein auch das zweite DLC. Alle beide DLCs haben meiner Meinung nach dieses Assassin's Creed Odyssey erst abgeschlossen, inhaltlich sauber umgesetzt, die Modern Day Story nach vorne gebracht. Das waren Informationen, die man unbedingt brauchte. Also ohne diese DLCs war Assassin's Creed Odyssey nicht fertig erzählt. Und ich denke, dass das hier wieder anders ist. Denn meiner Meinung nach war es ein falscher Ansatz, ein DLC, die wichtige Story erzählen zu lassen, irgendwie unlogisch. Denn tatsächlich das, was dieses Spiel nach vorne gebracht hat, ist in den DLCs passiert. Ich möchte es nicht spoilern. Und in
dem Hauptspiel ist halt ein bisschen was passiert, was aber nicht so wichtig war, meiner Meinung nach. Wer das Ende vom Atlantis DLC noch im Kopf hat, der weiß, glaube ich, genau, worauf ich hinaus will. Und das könnte extrem gut zusammenhängen mit dem, was jetzt in Assassin's Creed Valhalla passieren wird. Sind auf jeden Fall zwei Neuigkeiten, die ich für sehr wichtig und gut halte. 12. Juli, das ist noch echt lange hin, muss ich sagen. Das Gameplay-Reveal, halte ich für echt verdammt spät. Bin ich mal sehr gespannt, ob da noch irgendwie vorher was kommt. Und ja, Beowulf, da freue ich mich drauf. Ist bestimmt eine spannende Story und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video zu Assassin's Creed Valhalla. Bleibt gerne mit dem Abo da. Und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alphanat. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnat. Und natürlich nochmal hier die Glocke aktivieren. Ciao, Leute.